Tränen des Mondes. Das ist dieses Gravitationsereignis. Weil die dann halt wie so ein riesiger Tropfen plopp runterkommen. Und das Ding ist nicht sehr häufig. Ich meine, wenn man Monster so aus nach Äras einteilt, dann ja. Wenn wir gerade hier zum Sendeturm gehen, Funkstörung. Geht nicht weiter. Darum wurde der stillgelegt. So. Wie gesagt, weiß ich, war schnell. Wer will, pausieren. Und Dollet. Auch nicht direkt. Das war schon alles, ne? Nur mal so, um zu zeigen, wozu dieses Ding da nützlich ist. Also diese Hilfekategorie. Und schüttel. Ja. Und zwei davon. Double the snakes, double the fun. Oh, das trifft ja alle. Ich dachte, seine Technik trifft nur einen. Das ist einfach Spezialtechnik. Hübsch aus. Macht ein bisschen Schaden. Nichts Dramatisches. Ah, aber an den könnte ich euch mal den Kartenbefehl zeigen. Zumindest könnte ich es versuchen. Also, dass seine Technik jetzt so schwach ist, liegt natürlich daran, dass er keine Stärkekopplung hat, ne? Ups. Tada! Wir haben eine Heckenschlangenkarte erhalten. Schlange ist wütend. Schlange will kuscheln. Das versuchen wir gleich noch ein zweites Mal, weil was die so normalerweise so droppen, ist ja irgendwie nicht so. Einfach weil wir können und weil ich jetzt gerade dran denke. Das ist später so ein Befehl, den ich einfach aufgrund von kampfnützlichen Befehlen nicht mehr dabei habe. Von dem Viech haben wir jetzt immerhin schon mal zwei Karten. Ist doch schön, oder? Ach ja, EP bekommt man für gekartete Monster nicht. Oh, Blut aber schon und AP auch. Das heißt, wenn man leveln will, ohne sein eigenes Level zu steigern, das ist bei manchen Mobs nützlich, dann ist der Kartenbefehl auch praktisch. Monster, die droppen nur unter einem bestimmten Level bestimmte Items. Zum Beispiel das Dreigestirn, das wohl seltenste Item im Spiel, wird von Bossen, von unglaublich schweren Rätseln, also unglaublich harten Bossen, unglaublich schweren Rätseln, es ist klaubar, beziehungsweise bekommbar, so ein, zwei Stück im Spiel überhaupt nur, und von einem bestimmten Mob unterhalb von Stufe 20 kann man das nie auch bekommen. Klauen, selten. Wenn man sich als Ziel setzt, das Ding zu kriegen, bevor man später einen bestimmten Befehl hat, mit dem man die Stufe von Gegnern senken kann. Wenn man sich das als Ziel setzt, dann muss man bis zu diesem Punkt wirklich so wenig EP sammeln wie möglich, was ich jetzt eigentlich schon vergeigt habe, weil ich habe ja vorhin Zauber gefarmt und Items gefarmt und dabei immer wieder EP bekommen. Aber wenn man das wirklich machen will, dann ist dieser Kartenbefehl unglaublich wertvoll, weil er einem halt ermöglicht, Gegner zu töten, ohne Erfahrung für sie zu kassieren und trotzdem AP und Loot zu bekommen. Das heißt, man wird letztendlich doch wieder stärker. Denn Level nützt einem hier ja an sich gar nichts, was Stärke angeht. Außer bei Bossen. Die haben nämlich einen Levelbereich nur, in dem sie skalieren. Normale Monster, 1 bis 100, je nachdem wie es passt. Bosse nur in einem gewissen Fenster. Also theoretisch könnte man sich auch einfach vor dem Ball am Garten immer im Kreis laufen, bis man Stufe 100 ist und dann die ersten paar Bosse total in Asche treten. Eigentlich wäre man dann halt relativ schwach, weil einem die Kopplungen und die guten Zauber fehlen, die man sonst auf Level 100 schon haben würde. Also nicht ratsam. Aber mach. Das hier ist übrigens wieder einer dieser Dialoge, wo ich sagte, es gibt einfach unglaublich viel davon. Wo die Charaktere halt einfach miteinander reden und weiß nicht, haben ja gar kein Zeitlimit, also wen kümmert's?
Wenn wir uns am Marktplatz suchen, finden sie uns da nicht. Also was hier oben, ne? Hier, wie sollten wir darauf kommen, dass wir hier oben sind? Wir haben alle Zeit der Welt. Na toll. Ich sage es noch und plötzlich gefunden. Das sieht nicht wie ein galvadianischer Spion aus. Sieht aus, als hätte es wehgetan. Mit bloßem Knien auf so ein Kopfsteinpflaster zu fallen. Oh, mir schaudert es bei bei der Vorstellung. Naja. Ja, die kennen wir. Das ist unser ehemals verirrtes Mädel. Ihren Wort nach verläuft sie sich jetzt nicht mehr. Das ist Selfie. GFs dürfen wir benennen, Charaktere nicht. Das ist witzig. Also nicht alle. Wir wissen, wie groß der A-Trupp ist, dass die sogar einen Boten, also einen designierten Boten haben. Wenn wir hier bei uns einen wegschicken, ja. Pff. Der fehlt dann halt beim Kämpfen. Scheiße. Lustigerweise zählt die Entscheidung, ob man hier runterspringt oder hier lang geht. Dschungel doch geht, ich kann hier nicht rennen. Zählt die, obwohl niemand da ist, der es bewerten könnte, ebenfalls dafür, wie ich Prüfung abschneide. Oh wow. Noch ein Anwärter auf den schwächsten Mob im Spiel. Eigentlich hat das Viech immer noch den Nutzen, dass es ab und zu, dass es Schrauben oder klaubar sind, die man für Waffenverbesserungen braucht. Also, sie sind nicht komplett nutzlos, sie sind unglaublich schwach. Wobei, gut, von den Fledermäusen kann man später Saugen kriegen, was auch ein extrem guter Zustand ist. Also, insoweit, es gibt viele sehr schwache Mobs im Spiel, die auch später nicht wirklich toll werden. Ja, Cypher ist weg. Aus dem Menü auch verschwunden. Hätten wir ihm Zauber gegeben, hätte er die jetzt mitgenommen. Deshalb habe ich das gelassen. Hallo, Selfie. Ich persönlich mag Selfie eigentlich sehr gerne, weil sie sehr lustige und unterhaltsame Dialoge bringt. Und ja, runterspringen gibt einen Malus. Nein, natürlich haben wir das nicht vergessen, die GF zu koppeln, aber wir können an sie jetzt erst koppeln. Sie ist wieder ein richtiger Charakter. Also, richtiger Charakter, das klingt so fies. What? Verdammt. Und tschüss, Kartenbefehl, da geht's schon los. Ganz einfach, sie hat eine sehr spezielle Spezialtechnik. Und zwar gar keine. Nein, Spaß. Ihre Spezialtechnik ist das Zaubertombola. Das erkläre ich, weil es schwer zu zeigen ist. Sämtliche Zauber im Spiel können in diesem Zaubertombola auftauchen. Je stärker, desto seltener. Hier ist diejenige, die zaubert. Das heißt, darüber. Das. Und man muss also im Kampf mit der Zeit, die das halt braucht, dann so lange an diesem Tombola-Rad drehen, bis der Zauber kommt, den man will. Oder der brauchbar ist. Ne? Es nützt einem nichts, wenn man später zweimal Eis auf seinen Gegner hämmert. Zauber können bis zu dreimal gewirkt werden. Das ist fast komplett unbeschränkt. Ich hatte das schon mal, dass jetzt beim nächsten Boss ich in einer total beschissenen Situation plötzlich zweimal Ultima aus der Tombola gezogen habe. Der Boss lag. Sofort. Weil Ultima. Ne? Muss ich nicht so sagen. Ist aber natürlich ein reiner Glücksfall, wenn du so alle 26.000
Versuche mal hat. Ach genau, da war ja was. Jetzt kann ich auch endlich die letzten Fischflossen verwenden. Die habe ich mir nämlich aufgehoben für einen dritten Charakter. Hoppla, so. Können wir ihr nämlich jetzt raten, dass... Ja, wusste ich doch, dass das besser ist. So, jetzt sind ihre Zauber wieder stärker. Da sie nämlich für ihre Spezialtätigkeit immer zaubert, profitiert sie sehr gut vom Magiewert. Außerdem hat sie ein paar Zauber, die nur in der Tombola auftauchen. Sowas wie, halt alle Charaktere voll. Fast alle Schutzzauber auf alle Gruppenmitglieder. So verschiedene kleine Extrasachen. Es gibt sogar den Zauber The End, der den Kampf für dich beendet. Jeden Kampf. Also wenn du theoretisch bei einem Boss das Glück hast, The End zu ziehen, gewinnst du diesen Bossfight. Ist halt entsprechend selten. Gibt's aber. Ich habe keine Ahnung, wie der aussieht. Ich weiß nur, dass es ihn gibt. Ist halt eine ziemlich lustige Technik, weil sie ist nicht wirklich nützlich, aber sie ist witzig. Ist halt am Anfang schwer einzusetzen, weil solange man keine HP-Kopplung hat, bedeutet gelber Bereich halt wirklich, der Charakter ist in 2 bis 3 Treffern tot. Und dann hat man meistens nicht so die Laune, plötzlich auf erst anfangen, hier sich an den Pokertisch zu setzen. Kämpfen tut sie mit einem überdimensionierten Nunchuck. Ja, mein Gott, tut sie halt, ne? Da sie jetzt von allen Charakteren noch den höchsten Magiewert hat, ist sie auch diejenige, die nach Möglichkeiten Draws an Punkten übernimmt. Denn auch an Draw-Punkten, glaube ich, spielt die Magie eine gewisse Rolle. Blende, ein Zauber, den wir bisher nicht bekommen konnten, wird von Selfie gezogen und siehe da, wir kriegen 15 Stück. Ich glaube, mehr geht an einem Draw-Punkt gar nicht. Außerdem hat das den Vorteil, dass ich diesen Zauber jetzt direkt verwenden kann. Jetzt sagen wir mal so. Kein Drawpunkt spuckt so viele Zauber aus, dass es sich für die Kopplung lohnt. Aber zum Verwenden teilweise schon. Und das heißt, dann sollte der natürlich auf einem Charakter liegen. Wann, wie oft soll mir das noch passieren? Der auf einem Charakter liegen, der auch den Befehl Zauber hat. Und das ist halt Selfie. Quist ist auch ein guter Kandidat, weil auch viele ihrer technischen magisch sind. Wir wollen hoch, weil wir vermuten, Cypher ist da oben. Ich meine, wo soll er sonst hin sein? Schön ist auch immer, es ist leicht festzustellen, wenn Selfie spricht, weil deren Sprechstil erkennt man halt. Noch eine Parallele zu Shinra. Die roten Heinis sind wie die blauen, bloß besser. Erinnert euch mal in Shinra, schaut das 7-Level-Play an. Die blauen Heine sind die ganz schlechten und die roten sind etwas schwerer gepanzert und ein bisschen toller. Denen begegnet man das erste am Shinra-Hauptquartier, glaube ich. Also man begegnet ihnen dort auf jeden Fall, ich weiß noch nicht, ob es das erste Mal war. Ist ja jetzt auch egal, wir wollen über dieses Spiel spielen. Das sind Biggs und Wedge, auch zwei klassische Namen. Biggs rot, Wedge blau. Geh mal kurz patrouillieren. Einmal um den Turm rum oder so. Keine Ahnung. Wo will er hin? Nein, dieser Turm ist eigentlich wirklich groß. Der kommt ein bisschen so klein vor, weil man halt einfach mit dem Lift hochfahren kann. Aber dieses Ding ist wirklich, wirklich groß. Das sieht man jetzt mal richtig gut. Für die Größe an einer dieser Satellitenschüsseln hatte er eben dran rumgefuhrwerk. Das war dieser große Sockel.
ist deine Kanone? Das ist dein Flugzeug? Nein, okay, Spaß. Das ist dein Sendeturm. Es ist wirklich nur ein Sendeturm. Mit einer großen Schüssel. Große Schüssel. Wozu brauchen Sie die? Ganz einfach. Der Präsident Volgabadia will Satelliten-Internet. Punkt. Nein, okay. Spaß. Soldaten unten? Oh, die schreienden Feiglinge. Vor einem Kerl, der mit so einem Schwert rumfuchtelt, weggelaufen sind wie die Hühner. Ah. Ich hoffe, der Vergleich mit den Hühnern war nicht allzu treffend, weil sonst kommen die bald in Schwarm wieder und äschern uns ein. Aber nein, Cypher scheint es gut zu gehen. Er wurde nicht von einer überdimensionalen Armee von Galbadia-Hühnern niedergemacht, bloß weil er ein paar davon geärgert hat. Das heißt, wir kümmern uns jetzt einfach mal um Bix, den Boss. Klingt nicht ganz so gut, wie ich gedacht hatte, aber egal. Immerhin habe ich mich nicht versprochen. Also, du bist ein Boss. Was kannst du? Oh, ein neuer Zauber. Selfie, hol ihn uns. Da-da-da. Was haben wir denn da? Medica, oh Gott. Davon will ich mir zumindest ein bisschen was holen. Medica zum Koppeln ist nicht so wertvoll. Bringt ein bisschen Allround-Zustandsabwehr. Aber es ist zum Verwenden ein unglaublich wertvoller Zauber, da er wirklich so nahezu alle handelsüblichen Zustände heilt. Und hier merkt man übrigens auch schon so langsam den richtigen Unterschied, den Magie macht. Selfie zieht 8 Medica. Cell hat es eben nicht mal geschafft, überhaupt zu drawen. Bei zu wenig Magie gegen zu viel Geist kann das nämlich auch fehlschlagen. Meine Schwanken tut's immer ein bisschen. Aber wirklich Schaden macht er jetzt ja nicht. Der Cursor steht immer noch auf Merken, fällt mir gerade auf. Cell hat nicht viele HP, das ist ganz nett. Ja, vielleicht gleich Technik. Eine Runde machen wir noch. Oh, hi, wo kommst du denn her? Na gut, du hast aber nichts Neues. Aber du hast Vita, das ist nett. Eine Runde noch und dann töten wir sie. Oh. Ja, ja, Militär. So. Da nochmal 3. Goodie! Das wäre das. Wow, you so dangerous. Welchen töte ich zuerst? Wedge. Ups. Einfach weil ich's kann. Ui, und weil seine Zauber ausnahmsweise mal echt wehtun. Oh, ich sollte das vielleicht lassen, mit ihr Auto zu attacken. Ich meine, ich habe ihr eine hohe Magie gegeben, dann sollte ich die auch benutzen. Oh. Sondern stattdessen machen wir das viel trickier. Du hast vermutlich einen geringeren Geistwert, deswegen ziehen wir von Wedge. Wall greift an. Duell. So. Greifen wir an, ne? Ziehen wir einfach Zauber aus deren Sortiment. So. Ihr seht da unten die Zeit. Die haben wir zum Eingeben. Mal gucken, wir könnt hier mal mitzählen, wie viele Angriffe wir da rauskriegen. Hoppala. Das wäre jetzt, glaube ich, der 4. Ich mache jetzt übrigens, wie ihr seht, immer die gleiche Reihenfolge. Sonic Kick, Sturmfaust und dann den Fersk Kick.
immer die drei. Und immer anstelle des Sonic, also jetzt hier nach, kann ich den Burning Rave machen. Das ist ein Finisher, deswegen blinkt er auch. Sorry, die Kombination kann ich einfach auswendig. Da kann ich nebenbei reden, ein bisschen. Ist ein Finisher, das heißt, wenn ich den eingebe, das merkt man am blinkenden Namen, das ist eine, dann ist die Kombo auf jeden Fall vorbei. Dafür macht er schön fetten Schaden auf alle. Oh. Ist also auch ein ziemlicher Bosskiller, Cells Spezialangriff. Oh. Moment, Ben steht noch? Ich bin beeindruckt. Au. Oh. Was passiert denn jetzt? Kleine Eigenheit von Spezialangriffen. Die haben übrigens erhöhte Prioritäten. Wenn ich jetzt Selfie gleich den Befehl gebe zu drawn und danach Cell seinen Spezialangriff auszuführen, wird trotzdem Cell zuerst zuschlagen. Weil er einen Spezialangriff machen soll und Selfie in Anführungszeichen nur drawn. Und das ist ein richtiges Monster. Das ist ein Monster. Nicht diese kleinen Schlangen, die wir da vorher gesehen haben. Ich hoffe, dass Cell überlebt ist. Und der hat Besonderheit. Er hat einen Zauber, den wir nicht kennen. Den werde ich gleich auch noch versuchen zu drawn. Und er hat Siren. Wir kennen keinen Zauber, der Siren heißt. Wir haben ihn noch nie gesehen. Trotzdem ist dieser Name schon aufgedeckt. Und wir können diesen Zauber nur lagern und nicht zaubern. Das mit dem, man sieht den Namen sofort, ohne ihn zu kennen, und das nur Zauber, nur lagern, sind Anzeichen dafür, dass das kein Zauber ist. Das ist eine GF. Ups. GF kann man nämlich auch drawn. Die haben dann auch eine eigene Meldung. Siren entdeckt. Und ja, da fehlt eine Leerstelle. Und während Xel jetzt mal ein paar Duelle los wird. Oh mein Gott. Ich glaube, damit könnte ich den Boss schon töten. Wenn ich es jetzt richtig mache. Ihr werdet übrigens. Ihr habt vielleicht gemerkt, dass da eben ein Hintergrundsound gefehlt hat. Die Sounds waren irgendwie flacher. Da hat ein Hintergrundton gefehlt. Das war, weil ich nicht in dieser festen Reihe drin bin. In dieser Rotation, sag ich mal. Ich weiß nicht, ob die anderen auch stärker werden. Ich nehme immer vor, darauf zu achten, aber ich vergesse es dann immer. Aber auf jeden Fall ist dieser veränderte Klang ein gutes Anzeichen dafür, dass man eine feste Rotation gefunden hat. Das glaube ich, dass das so ist. Hopp. Geht noch weiter, keine Sorge. Für euch könnte ich mir vorstellen, dass das Zeltlimit für euch ein bisschen langweilig ist, weil es ist immer sind immer die gleichen Animationen. So fancy sind die Dinger jetzt auch nicht. Aber so als Spieler ist es noch ganz praktisch, weil man eben ein bisschen was zu tun hat dabei. Ton halb, einer runter schaffe ich noch. Mindestens. Ach komm. No risk, no fun. Wir machen noch eine. 0,22 Sekunden für einen Angriff. Jupp, das wird. Schaffen wir. Yes! Ich glaube, der liegt. Kein Fragezeichen-Zauber für uns. Dieser Zauber wäre nämlich doppelt gewesen. Ein Zauber, der das Ziel bufft mit dem Zustand doppelt. Und der bewirkt, dass man in einer Runde zwei Zauber wirken kann. Auf verschiedene Ziele, unterschiedliche Zauber, wie man möchte, hat wirklich zwei Zauberaktionen. Yo, das ist Cells Limit, wenn die Zeit mal hoch wird. Ich glaube, das Höchste, was ich je gesehen habe bei Cells Limit, sind 17 Sekunden. Könnt ihr euch vorstellen, wie er dann abgeht. Der war jetzt schon stärker als alles, was Squall hätte raushauen können. Ja, gut. Ist halt ein ganz netter Zauber, um Leute wie Selfie damit zu buffen, damit die dann in einem Bossfight schneller mehr Schaden machen. Oder schneller mehr, halt mehr Zauber benutzen können. Oder es gibt davon auch eine verstärkte Version, die heißt Triple. Mit der kann man halt drei Zauber machen. Die ist dann zum Beispiel ganz praktisch, wenn man zum Beispiel die gesamte Gruppe in einer Runde mit Proteus durchbuffen möchte. Jetzt mal als abstraktes Beispiel. Anstatt dass jeder Charakter dann einmal Proteus auf sich selbst zaubert, kann ein Charakter mit Triple Proteus, 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 alle drei haben's. Läuft dann auch so gut wie gleichzeitig wieder aus und fertig. So, das war das Monster. So hardcore. Wir haben
einen Spezialangriff gebraucht, um es zu töten. Ja. Vergessen. Selfie hatte ja eine Nachricht. Ein neuer Befehl. Oh, Rückzug. Welche Überraschung, wo ja vorhin extra noch betont wurde, ein Rückzugsbefehl hat oberste Priorität. Cypher will die EP nicht davon kommen lassen. Wiederholen kann sie gut. Ist genau der gleiche Wortlaut. Und ja, genau das, was ihr jetzt denkt. Countdown! Oh, nee, noch nicht, verdammt. Dürfen wir dann bitte? Danke, Countdown. So, wir haben eine neue GF. Die schauen wir uns gleich mal an. Außerdem glaube ich, irgendwer hier lernt was. Nee, doch nicht. War das richtig? Die hier. Eine total tolle GF. Das Ding erzeugt nützliche Gegenstände aus Items. Das sind wirklich nützliche Gegenstände. Außerdem Vita, Medica, Sonnenscheiß herstellen. Ganz toll. Lauter tolle, also drei tolle Wandler. Diese Ability ist einfach nur Gold wert. Speicher und Drawpunkte finden, die normalerweise unsichtbar sind. Außerdem die erste Zustands-GF. Und es kommt noch besser. Sie bietet außerdem sehr gute Magie-Kopplungen. Die sind es für uns hier in der Stelle jetzt nicht so wichtig. Kein. Oh nee, hat sie nicht. Ups. Nein, es gibt da nämlich etwas, der was? Achso. Schlaf in der Resistenz, blind im Angriff. Ich weiß nicht. Ja, doch, macht Sinn. So. Es gibt nämlich eine Art von Ability, die ich noch nicht beleuchtet habe. Das sind solche hier. Die kann man an einen Charakter unten in diese zwei extra Slots packen. Das sind passive Abilities, die dann halt wirken. Und gewisse GFs können. Wenn ich jetzt hier Geist plus 20 lernen würde, dann würde danach, ich weiß es, dass es hier so ist, Geist plus 40 auch noch erscheinen. Also die verbesserte Version davon. Bestimmte GFs können, die höchste Version, die es davon gibt, ist plus 80. Und dann gibt es eine noch bessere Version, das ist Stärke Bonus. Das bedeutet, dass bei jedem Level Up, während diese Ability gesockelt ist, also gekoppelt ja eigentlich, man einen zusätzlichen Stärkepunkt bekommt. Dauerhaft. Eigentlich will man diese Abilities also so früh es geht haben, um den größtmöglichen Gewinn rauszuschlagen. Ifrit ist derjenige, der Stärke-Bonus bietet. Siren diejenige, die Magie-Bonus bietet. Ich persönlich habe, wie gesagt, keinen Minimax-Run vor und ich weiß noch, dass ich auf vielen meiner später durchgespielten Stände, also Stufe 100, bla bla, alles bis auf Omega, etc., bei Squall nicht mehr den besten Zauber an die Stärke gepackt habe, weil auch der zweit- oder drittbeste die Stärke noch auf Maximum 255 erhöhen konnte. Das heißt, diese Bonus-Abilities sind nur dann gut, wenn man wirklich, 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 wirklich minimaxen will. Das heißt zum Beispiel für Omega. Da ist es wirklich wichtig, dass man bis man möglichst viele, dass man ganz wenige Level nur macht, bis man eben die Bonus-Abilities hat. Wie gesagt, ich minimaxe hier jetzt nicht. Das heißt, ich lasse das. Uns wurde da irgendwas auf den Hals gehetzt. Es ist groß und du springst von Türmen. Und es sind keine Lemminge. Zumindest nicht die Art von Lemming, die ich kenne. Das ist ein Roboter. Roboter sind anfällig gegen Blitz. Ich habe leider vergessen, auf Squalls Angriff Blitz zu koppeln. Oh. Auch der bietet einige interessante Zauber. Den da nämlich. Otis.